Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Wir werden uns heute einen Knoblauch-Kräuter-Schweinenacken machen. Das Ganze gesmoked. Alles an Zutaten, was wir benötigen, habe ich hier stehen. Das werden wir uns jetzt anschauen. Dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Dafür brauchen wir einen Schweinenacken, dann habe ich hier eine ganze Menge an Knoblauchzehen, dann ist das brauner, unraffinierter Vollrohrzucker, welchen Zucker ihr da nehmt, das bleibt natürlich euch überlassen. Dann haben wir hier einmal Paprikapulver, edelsüß, dann sind das Chiliflocken, Salz, Pfeffer und Kräuter der Provence. An Vorbereitungsmaßnahmen haben wir heute gar nicht viel zu tun, dann nehmen wir uns zuallererst mal unseren Schweinenacken, legen uns den so hier hin, dann nehmen wir uns ein Messer. Werden uns dann hier solche Taschen reinschneiden. Passt nur auf, dass er sie nicht zu tief macht. Das sollte genügen. Auf jeden Fall, wie gesagt, nicht durchstechen. Dann nehmen wir uns immer so eine Knoblauchzehe, drücken uns die richtig schön da rein. Dann machen wir dasselbe hier nochmal. Und die nächste da rein, so dass sie richtig schön verschwinden. Dann haben wir hier jetzt 1, 2. Dann setze ich hier in der Mitte an. Auch da machen wir uns so eine schöne Tasche rein. Das war die, ich hoffe man kann es sehen, dass es ungefähr die Tiefe hat hier. Machen uns dann auch da wieder eine Knoblauchzehe tief rein. So, jetzt haben wir hier. Jetzt machen wir hier die nächste. Dann machen wir hier drüben noch eine rein. Dass wir also richtig schön Knoblauch da reinkriegen. Und das machen wir jetzt immer so weiter. Hier habe ich jetzt 2 gemacht, hier 3. Jetzt mache ich hier zwischen wieder. Also das heißt, hier eine hin. Und hier eine hin. Und dann werden wir das komplett durchmachen bis hinten hin. Ist natürlich klar, wenn wir jetzt wieder hier 2 machen, machen wir hier 1, 2, 3 und immer so weiter, bis wir hinten angekommen sind. Das mache ich fertig, dann sehen wir uns wieder. Somit haben wir unseren Braten jetzt hier komplett mit den Knoblauchzehen gespickt. Den werden wir jetzt nehmen und hier in diese Konsistform legen. Dann holen wir uns hier die Schale ran. Jetzt muss ich erstmal Finger waschen. So, Finger sind wieder sauber. Jetzt nehmen wir uns natürlich erstmal unsere Gewürze, machen die in das Schälchen. Damit fangen wir mit den Kräutern an. Dann den Zucker. Ah, jetzt kommt er. Dann Salz und Pfeffer. Paprika und Chiliflocken. Und das verrühren wir uns jetzt richtig schön zu unserer Gewürzmischung. Ihr seht, ich habe hier wieder das geilste Wetter. Hier zieht, glaube ich, gerade ein Schneesturm auf, aber das soll uns natürlich wieder nicht aufhalten. Die Gewürzmischung ist fertig, die stellen wir hier rüber. Dann werden wir uns unseren Nacken hier hochholen aufs Brett. Und dann könnt ihr, wie ich jetzt, optional hier so ein bisschen Olivenöl nehmen, Pinsel und den Braten oben dünn einpinseln. Hat einfach nur den Hintergrund, dass unsere Gewürze gleich gescheit haften. Und haben wir das gemacht, nehmen wir jetzt hier unser Gewürz und streuen uns das schön auf den Braten, dass überall was drauf ist. Und das, was runterfällt, ist nicht schlimm. Das lesen wir gleich wieder auf, weil wir haben ja noch mehr Seiten, die gewürzt werden müssen. Guckt auch so ein bisschen, dass hier die Löcher, wo unser Knoblauch drin ist, dass da noch so ein bisschen was von dem Gewürz mit reingeht. Jetzt warten wir ein paar Minuten, bis die Gewürze so anziehen. Ihr seht, das wird jetzt hier so leicht feucht. Jetzt warten wir, bis wir das komplett haben. Dann wenden wir den und dann machen wir das auf der anderen Seite auch noch. Ihr seht, unsere Gewürze, die sind jetzt schön eingezogen. Es ist recht feucht. Somit haben wir jetzt den Vorteil, wenn wir den Braten drehen, dass sie uns nicht runterfallen. Das, was jetzt hier drumherum lag, das habe ich schon mal rausgeholt. Aber den nehmen wir jetzt.
drehen uns den auf die andere Seite. Und auch hier nehmen wir wieder Pinselchen, ein bisschen Öl, quasi als Klebstoff. Muss auch gar nicht so wild und viel sein. Ist halt nur, dass unsere Gewürze halten. So, das sollte genügen. Und dann machen wir es wie eben schön Gewürz auf die komplette Unterseite. Jetzt schieben wir uns den hier rüber, holen uns hier die Gewürze wieder hier rüber, machen uns hier so ein Häufchen hin. Dann ditschen wir jeweils die Unterseiten noch auf. Legen uns den wieder richtig rum hier hin. So, und prompt falsch rumgelegt. Zack, nochmal drehen. Weil hier haben wir unsere gespickten Seiten. Ihr seht, Kräuter sind jetzt überall dran. Jetzt werde ich das, was hier noch so in der Schale drin ist, einfach so hier drüber geben. Und dann ist unser Braten auch schon fertig. Jetzt habe ich gesehen, hier sind nur so ein paar gespickte Löcher. Da ist noch nicht viel Gewürz drin. Das werden wir jetzt nochmal nachholen. Hier war was. Hier auch. Hier ist noch so ein Kandidat. Wie gesagt, nutzt die Löcher ruhig, haut da Gewürz rein, umso mehr Geschmack kriegt ihr an euren Braten dran. Nach dem Schnee kommt sogar jetzt ein bisschen die Sonne raus. Ich bin begeistert. Wie ich gerade gesagt habe, der Braten ist soweit fertig für den Grill, aber den stellen wir jetzt noch mal 3 Stunden in den Kühlschrank, damit die Kräuter und Gewürze schön einziehen können. Idealerweise ist natürlich über Nacht, aber die Zeit habe ich heute nicht. 3 Stunden reichen da vollkommen aus. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns gleich am Smoker wieder. 3 Stunden sind rum, unser Fleisch ist fertig mariniert. Zubereiten werden wir das Ganze heute auf dem PG1 Pellet Smoker von Barbecue Toro. Nutzen werde ich auch Buche Pellets, auch die von Barbecue Toro. Jetzt werden wir uns den mal öffnen. Und dann unser Fleisch einfach so schön mittig hier drauf geben. Ich habe jetzt nochmal so eine Rosterhöhung genommen, damit der Rauch besser drum rum kann. Müsst ihr nicht, könnt ihr machen. Das heißt, ich habe den Pellet Smoker jetzt auf Smoke gestellt, das heißt intensives Räuchern. Das werden wir jetzt erstmal 1 Stunde lang machen. Dann werden wir verkabeln und unsere Temperatur auf rund 140 bis 160 Grad erhöhen. Und wie ich ja eben gesagt habe, werden wir jetzt am Anfang so eine gute Stunde bis 2 Stunden intensiv smoken, das heißt, unser Gerät steht auf Smoke und an Temperatur pendelt er jetzt so zwischen 70 und 80 Grad. Das heißt, je nachdem, wann die Pellets abgebrannt sind, fällt die Temperatur ein bisschen, dann schmeißt er welche nach und dann geht es wieder hoch. Und das macht er jetzt halt, wie gesagt, andauernd auf der Smoke-Phase. Und ist natürlich auch klar, den Braten kann man jetzt nicht nur auf einem Pelletsmoker machen. Das geht natürlich auch auf jedem Grill, wo man smoken kann. Regelt euch den auf so rund 100 Grad ein. Räuchert da schön, Stunde, zwei und danach könnt ihr die Temperatur, wie wir das später machen werden, hochziehen und dann werden wir unser Fleisch fertig garen. Gut 2 Stunden sind jetzt rum. Ihr seht, unser Fleisch habe ich jetzt schon verkabelt. So sieht's aus. Jetzt werde ich das Ganze auf 160 Grad erhöhen. Und das Ganze werden wir jetzt bis zu einer Kerntemperatur von 75 Grad ziehen und dann ist unser Braten auch schon fertig. Unser Braten ist nach etwas mehr als 2,5 Stunden endlich fertig. Wir haben eine Kerntemperatur von 75 Grad erreicht. Jetzt schaut er so aus. Sieht er nicht genial aus? So, jetzt holen wir uns den mal vom Grill runter. Das heißt, ich versuche den jetzt mal vorsichtig mit der Grillzange hier zu packen. Da kommt der Saft raus und aufs Brett, ab an den Tisch damit und dann werden wir das Ganze anschneiden. Und bevor wir unseren Braten jetzt anschneiden, weil der ruht ja noch ein bisschen, kam öfter mal die Frage auf, was passiert mit der Asche, die der Pellet Smoker produziert. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und da seht ihr hier, das sammelt sich hier unten. Wird natürlich, je öfter man den nutzt, immer mehr. Ich mache nach jedem zweiten Benutzen sauber. Das heißt, wir nehmen uns dann einfach hier so einen Aschesauger. Und saugen uns so die komplette Asche daraus. Ist kein Hexenwerk, aber so könnt ihr den dann reinigen. Nachdem das Fleisch jetzt 5 Minuten geruht hat, machen wir jetzt den Mittelschnitt.
So, und ich hoffe, man kann was Gescheites sehen. Der Saft, der läuft. Einen gescheiten Rauchring haben wir auch. Ich schneide mir eine Scheibe runter, dann wird probiert. Jetzt habt ihr das geniale Anschnittbild gesehen. Mir kam das aber so ein bisschen spanisch vor, weil das doch noch leicht rosa war. Jetzt habe ich nochmal mein anderes Thermometer genommen und nochmal nachgemessen. Da hat mich doch tatsächlich die Technik verarscht. Zeigt mir 75 Grad an, dabei sind es nur 65. Ich werde das Stück Fleisch jetzt nochmal drauflegen und weiter auf 75 Grad ziehen, weil so roh will ich es dann nur doch nicht essen. Und dann sehen wir uns aber gleich beim Probieren. Hier habe ich mir jetzt ein Stückchen abgeschnitten. Wow. Also geschmacklich ist das Ganze der Hammer. Also die Kräuter mit den ganzen anderen, der Zucker, was alles dran ist, also die Kombo ist einfach schweinegeil. Und was ganz extrem durchkommt, ist der Knoblauch. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber geschmacklich einfach nur Hammer, Hammer. Geil. Also wer mal so einen richtig geilen Braten haben möchte, der sollte das mal so nachmachen. Jetzt so im Nachgang merke ich dann auch die Chili, die kommt gut durch. Also ist echt geschmacklich eine Wucht. Probiert's aus, lasst mich wissen, wie es geschmeckt hat. Ich kann euch nur sagen, macht's nach. Und die Rauchnote, die kommt auch richtig, richtig gut durch. Dann wären wir durch für heute. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ist dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal, könnt ihr das gerne jetzt hier oben nachholen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.